Wer derzeit über die Märkte spricht, der kommt um drei Themen nicht herum. Erstens China. Wir haben ja gestern diese Geschichte mit Apple gesehen. Das hat maßgeblich den Handel gestern beeinflusst. Nämlich das quasi Verbot für die Nutzung von iPhones in chinesischen Behörden und Staatskonzernen. Und was die Märkte zweitens bestimmt, ist der US-Dollar. Und drittens die US-Zinsen, respektive die Kapitalmarktzinsen, die Renditen für US-Staatsanleihen. Und hier schauen wir uns mal die Gesamtlage an, was könnte passieren, wie könnte es weitergehen mit den Märkten, mit den Finanzmärkten. Wir haben nämlich Interessantes gesehen. China lässt jetzt zu, dass der Yuan zum Dollar maßgeblich abwertet. Lange hatte man sich dagegen gestemmt durch das Fixing, also durch die Definition des Wechselkurses. Da hat man versucht, den Offshore-Yuan in Hongkong irgendwie wieder an die Leine zu kriegen. Aber jetzt hat man das offenkundig aufgegeben. Man hat das Fixing des Dollar-Yuan deutlich nach oben gesetzt, sagt damit also, okay, wir sind okay mit einer gewissen Abwertung des Yuan. Und das ist eine spannende Entwicklung. Wir sehen dennoch, dass der Dollar schwächer geworden ist, ein bisschen in den letzten Stunden, dass die US-Renditen gefallen sind. Ist das die Chance für die Bullen? Schauen wir uns die Chance mal an. Hier gestern ja dieses Verbot oder Ausweitung auch auf Staatskonzerne. Übrigens hat ja Apple oder iPhone, die iPhones in China haben Marktanteile verloren von 20% auf 16% zwischen dem ersten und dem zweiten Quartal, wie es jetzt ist. Aktuelle Daten liegen da noch nicht vor. Hier ein Kommentator auf YouTube: Ich lebe in China, und hier sagt er, die Regierung hat inzwischen erreicht, dass das iPhone verpönt ist. Hat man es einfach des gesellschaftlichen Tons willens nicht mehr? Also das ist jetzt so, dass scheinbar, wenn du auf eine Party gehst und dein iPhone zückst, dann bist du nicht mehr der Allercoolste, der sich das leisten kann, sondern das ist gerade in vielen Bereichen dann schon ein bisschen schwierig. Da sagt er interessanterweise, die Stimmung im Land ist aber gut, die Menschen haben wenig bis gar nichts mit der Börse zu tun, stimmt, die allermeisten nicht, und sind happy, dass der Staat eingriff und sie nun an ihre an- oder ganz bezahlten Wohnungen kommen. Hier Evergrande, The Country Garden. Nicht mal Evergrande ist pleite etc. Preise sind extrem billig und Inflation gibt es nicht. Trotzdem sparen noch alle. Also geht das dann bald wieder aufwärts mit China? Fragezeichen, weil dann die Leute wieder konsumieren. Ich habe da meine Zweifel, aber can be wrong. Hier sehen wir, Huawei hat jetzt übrigens ja nochmal ein besseres Smartphone rausgebracht. So eine Art Plus-Version, das Meta 60 Pro war ja jetzt vorgestern bekannt geworden. Jetzt gibt es ein Pro Plus, das nochmal bessere Leistungen hat. Hier ist ja diese 7-Nanometer-Chip-Geschichte ganz heiß. Jetzt untersuchen die USA ganz offiziell, wie China dazu gekommen ist. Haben sie das selber wirklich komplett entwickelt oder wer hat ihnen dabei geholfen? Also die Technologie-Auseinandersetzung, die tobt, und insgesamt tobt eben auch dieses Decoupling, könnte man sagen, also diese Entkoppelung. Ich hatte es gestern im Market Investor schon angesprochen. Hier sehen wir mal, chinesische Investitionen in den USA so gering wie seit 2009 nicht mehr. Wir sehen, die Importe Chinas aus den USA sind auf sehr niedrigem Niveau, und rechts sehen wir hier schon mal diesen Yuan, der schwächer wird. Und hier sehen wir das Dollar-Yuan über der Marke von 7,35. Das ist eigentlich ein super kritisches Niveau. Vor 10 Jahren, nee, genau im Jahr 2010, nicht vor 10 Jahren, wurde der Offshore-Yuan eingeführt. Und wir sind jetzt auf einem der schwächsten Niveaus dieses Offshore-Yuans. Also das ist eine ziemlich signifikante Abwertung, die hier mit dem Yuan passiert. Geht das so weiter? Fragezeichen. Oder sagen dann die Chinesen, die Führung in Peking, okay, wir lassen das jetzt mal so ein bisschen, lassen da ein bisschen Luft raus aus dem Ventil, aber dann gucken wir, dass sich das da stabilisiert. Das wird auch für die Märkte insgesamt eine sehr wichtige Frage werden. Ich hatte gestern ja hier in diesen Zusammenhang gebracht, dass China im Grunde fordert, unbegrenzten Zugang zu westlichen Chips zu bekommen, damit man sich dann auch in Klimafragen ein bisschen anstrengt. Die Welt ist unendlich irre. Hier sehen wir mal diesen anderen Zusammenhang, Dollar und S&P 500, ergo Dollar und Aktienmärkte. Hier sehen wir, der Dollar gestiegen, das macht das Leben für den S&P 500 schwer. Jetzt sehen wir oben mal im RSI, der Dollarindex hier, dass wir da natürlich schon ziemlich hoch sind, also im kurzen Zeitfenster so ein bisschen überkauft sind ein Stück weit. Und wir sehen hier insgesamt diesen Zusammenhang nochmal, auch das hatte ich schon mal gezeigt. Wenn Renditen und Dollar nach oben gehen, dann tun sich Aktienmärkte schwer. Im Grunde ist das seit Mitte Juli
der Fall gewesen. Und jetzt sehen wir, dass plötzlich Leute, die vorher skeptisch dem Dollar gegenüber waren, und das waren ja sehr viele, da hieß es ja, Dollar vor dem Ende als Weltleitwährung, es war eine sehr negative Stimmung gegenüber dem Dollar, aber was ist passiert? Das Gegenteil. Jetzt flippt zum Beispiel HSBC, diese Großbank, um und sagt, ja, diese Dollarstärke, die könnte in 2024 noch weiter bestehen. Und natürlich ein ziemlich plausibles Argument, gucken wir uns zum Beispiel mal die Eurozone an, hier erwartet HSBC, dass Euro-Dollar auf 1,03 fällt, dann sind die Daten sehr, sehr schwach im Vergleich zu den USA, aber wer weiß, ob das in den USA eben so stark bleibt, weil der Konsum ein Problem bekommen könnte mit Rückzahlung zum Beispiel der Student Loans. Die andere Kategorie, die für die Märkte sehr wichtig ist, das sind eben die Renditen, der Kapitalmarkt, Zinsen. Und wir sehen, wir hatten ja gestern extrem starke Erstanträge, Continuing Claims, also fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe, die zeigten, dass der Arbeitsmarkt echt noch richtig eng ist. Die Renditen nach oben geschossen, über die Marke von 4,30%, aber dann wieder zurückgekommen. Also eigentlich eine Steilvorlage, aber die konnte nicht gehalten werden. Das spricht dafür, dass wir vielleicht kurzfristig mal einen Rücklauf der Renditen wieder sehen könnten. Wäre positiv für die Aktienmärkte. Hier schauen wir uns das Geschehen gestern mal an und da sehen wir, dass die Verluste sich doch dann eingegrenzt haben, speziell dann auch im späteren gestrigen Handel. Wir sehen den Dow sogar im Plus, schwächster Index war der Nasdaq eben durch diese Apple-Belastung. Wenn wir uns mal die verschiedenen Sektoren anschauen, sehen wir Utilities, Real Estate und Healthcare, also die drei klassischen defensiven Sektoren, die stehen oben. Industrials, Materials und Technology stehen unten, das sind die klassischen Risk-On-Sektoren, also wenn Risikobereitschaft ist, dann sind die normalerweise am besten. Also das war schon ein gewisser Risk-Off-Tag, aber der Nasdaq, den wir hier als Continuous Future sehen, der war gestern doch ziemlich stark überverkauft. Schauen Sie mal, der RSI deutlich unter 20 und dann kommt eben auch mal was nach oben. Die Frage ist, kann sich diese Bewegung jetzt weiter fortsetzen? Yes or no? Möglich ist es. Vor allem der S&P 500 unten, der könnte sich an diese gebrochene Trendlinie wieder versuchen ranzuarbeiten. Wir haben hier auf 60-Minuten-Basis eine positive Divergenz, auch im RSI. Also da wird durchaus eine Erholung drin, ohne dass jetzt sozusagen das Allzeithoch gleich in Gefahr wäre, sondern das wahrscheinlich dann vor dem nächsten Rücksetzer. Hier sehen wir den VIX etwa. Und wenn Sie links unten in dieser Grafik mal gucken, da wo jetzt die 2 steht, das ist die gestrige Kerze. Und jetzt gucken Sie mal etwas weiter links in derselben Grafik. Da zwischen 3 und 5 haben wir eine ganz ähnliche rote Kerze gehabt, die dann dazu geführt hat, dass der VIX eine Umkehr gemacht hat. Der VIX ist ja ausgebrochen aus dieser Wedge, ist nach oben, aber dann gestern schon deutlich im Plus, um dann doch wieder im Minus zu schließen. Auch das ist natürlich eine Aussage. Übrigens gestern interessant, hier hat jemand im Wert von 30.000 Dollar 5.000 VIX-Calls gekauft mit einem Strike bei 180. Das heißt, der geht davon aus, dass der VIX über 180 steigen wird. Das höchste, was wir jemals gesehen haben in der Finanzkrise, war ein Wert von 89,53. Also hier hat jemand 30.000 Euro investiert, entweder als Absicherung oder als Wette, indem er sagt, wir werden totales Armageddon haben. Wenn der VIX bei 180 ist, dann ist mehr als Panik am Markt. Dann fliegt uns irgendwas ganz böse um die Ohren. Das nur mal am Rande erwähnt mit diesem Käufer. Hier sehen wir, dass das Gamma Short geflippt ist. Ich hatte das gesagt, die 4500er Marke im S&P 500, die ist durchstoßen worden. Die Market Maker mussten dann sozusagen reagieren, haben sich abgesichert auf der Unterseite. Das könnte dann auch wieder einen Short Squeeze geben, zumal wir hier sehen, zum Beispiel das Equity Put Call Ratio detrended, also praktisch schon ein bisschen geglättet, um kurzfristige erratische Einflüsse ein bisschen auszumerzen. Also das Verhältnis zwischen Puts und Calls, und dann sehen wir hier unten, das ist ziemlich hoch. Da haben wir einen relativ großen Wert, der darauf hindeutet, dass eine gewisse Angst auch im Markt ist, speziell, also konkreter jetzt genauer gesagt im Optionsmarkt. Hier sehen wir nochmal das Muster von Almanac Trader. Wir haben heute den 5. Handelstag, wenn ich das richtig sehe. Da sehen wir, ja, das geht dann normalerweise so seitwärts. Die nächsten Handelstage könnten dann, wenn sich dieses Muster wiederholt, freundlicher sein, bevor es dann am 11., 12. Handelstag eher unschön werden könnte. Mal sehen, ob es diesmal auch so ist. Interessant übrigens, ich hatte ja diesen Verdacht, der in den USA virulent geht, dass Nvidia ein bisschen seine Bücher
seine Auftragslage ein bisschen aufgepumpt hat durch ein Dreiecksgeschäft. Jetzt hat gestern Jensen Huang mal eben Nvidia-Aktien im Volumen von 42,8 Millionen Dollar verkauft, nachdem er gestern 89.100 Nvidia-Aktien als Bonus bekommen hatte zu einem Preis von 4 Dollar die Aktie. Das ist natürlich ein gutes Geschäft. Das heißt, der durfte für 4 Dollar Aktien kaufen. Das hat er gemacht, hat dafür 356.000 Dollar investiert und hat dann mal eben vieles verkauft mit einem Profit von 42,47 Millionen Dollar. Also der gute Mann hat hier sehr profitiert. Und hier, wenn Sie jetzt mal gucken, Inside Trades, last 3 months, last 6 months, last 9 months, relativ weit unten diese roten Balken, dann sehen Sie, dass Jensen Huang in den letzten 12 Monaten 29 Mal verkauft hat und 0 Mal gekauft hat. Das heißt, er hat keine Aktien gekauft, sondern nur verkauft. Klar, wenn du schon viele hast, musst du auch nicht welche kaufen. Aber zumindest macht der CEO von Nvidia das Gegenteil dessen, was die meisten machen. Die nämlich kaufen, weil sie sagen, das ist ja eine großartige Zukunft, die dem Unternehmen gehört. Anderes Thema, meine Damen und Herren. Hat zu tun mit Dollar, hat zu tun mit Renditen, hat zu tun mit der Fed und den Zinsen. Hier sehen wir neue Daten jetzt zu den Zuflüssen in Geldmarktfonds. Siebte Woche in Folge jetzt oder sieben der letzten 8 Wochen mit Zuflüssen. 82 Milliarden Dollar sind jetzt nochmal dazugekommen. Wir haben jetzt in diesen Geldmarktfonds 5,625 Billionen Dollar mit einer Verzinsung, die viel besser ist als eben das, was die allermeisten auf ihren Bankkonten haben. Das ist das große Problem für die Banken. Weiter fließt Geld in diese Geldmarktfonds und weg von den Konten der Banken. Wir sehen, dass die Bilanzsumme der Fed sich in der letzten Woche um 20 Milliarden reduziert hat. Jetzt sind wir auf dem tiefsten Stand seit 2021. Und hier sehen wir das Besorgniserregende, dass diese Bankenkrise wahrscheinlich noch nicht vorbei ist. Wir sehen jetzt, dass das Feds Emergency Bank Funding Facility Program ist jetzt nochmal auf einen neuen Rekordwert gestiegen, nämlich 108 Milliarden Dollar haben sich diese meist wahrscheinlich mittelgroßen US-Banken jetzt geliehen von der Fed in einer Woche, 108 Milliarden Dollar. Und das haben sie gemacht zu einem Zinssatz von 5,5%. Das heißt, diese Banken verlieren Einlagen von Kunden, die sie praktisch den Kunden gar nicht verzinsen. Also mehr oder weniger geschenktes Geld, mit dem man arbeiten kann. Das Geld geht raus. Jetzt müssen die gucken, dass sie das Kapital irgendwie auffüllen, um ihre bestehenden Positionen, die sie am Markt haben, überhaupt noch halten zu können. Also müssen sie von der Fed sich das Geld besorgen. Das tun sie zu einem Zinssatz von 5,5%. Das ist kein gutes Geschäft. Insgesamt, ja, seit die Fed im März 2022 begonnen hat, die Zinsen anzuheben, sind 862 Milliarden Dollar von diesen Bankkonten abgeflossen. Die Bankenkrise, meine Damen und Herren, scheint mir noch nicht vorbei. Sie schwelt weiter, nur spricht gerade keiner drüber. Hier sehen wir auch eines der großen Probleme der Banken. Sie haben in Zeiten von den Regulatoren, von der Politik, von allen gewünscht, Staatsanleihen gekauft, damals in einer Nullzinsphase mit praktisch lächerlichen Renditen und zu extrem hohen Kursen. Jetzt sind die Kurse eingebrochen und die Renditen hoch. Also sitzt man auf unrealisierten Verlusten. Abschließend, meine Damen und Herren. Zwei Hinweise. Apple, vor dem i15-Launch, der am Dienstag kommen soll, spitzt sich die Krise in China zu. Die Anti-Apple-Stimmung in sozialen Medien wird immer größer. Das ist das, was ich sagte. Es ist nicht sexy, inzwischen in China ein iPhone zu haben. Für Apple ist das durchaus ein Problem. Erste Empfehlung, was genau da abläuft. Und die zweite und letzte Empfehlung. Der größte Bär der Wall Street wirft das Handtuch und hebt das Kursziel für den S&P 500 an. Auch das ein interessanter Artikel. Also diese beiden Artikel, meine Damen und Herren, das Marktgeflüster wahrscheinlich heute einen Ticken früher. Also diese zwei Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.